Armin Fee hat genug. Zum Saisonende wird er die Eintracht verlassen. Damit enden für den Trainer 3 erfolgreiche Jahre in Frankfurt. Über die Beweggründe seines schweren Abschieds sprach er nur äußerst ungern. Er lobte lieber. Der Trainer, der hierher kommt, kann sich mit Sicherheit glücklich schätzen, da mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Das gibt es auch nicht so oft bei jedem Club. Aber es sind einfach auch Grenzen da, das muss man ganz klar sehen. Und das sind aber dann nicht unbedingt meine Ziele. Jetzt habe ich doch was gesagt, ja. Ja, super. Das offenbart, dass es ums Geld ging, um Gelder für die Mannschaft. Fee hatte immer wieder die eingeschränkten finanziellen Mittel bemängelt. Die Vertragsverhandlungen zwischen ihm und der sportlichen Führung wurden stets zu Geduldsproben. Diesmal stand seine Entscheidung schon im Januar. Letztes Jahr haben wir lange Zeit immer rumgeeiert. Mir hat es ja auch, das hat mir einfach nicht gefallen. Und deshalb habe ich gesagt, wird es in der neuen Saison nicht so sein. Wir werden eben frühzeitig eine Entscheidung treffen müssen. Und wenn ich das sage, dann tue ich das auch. Und deshalb habe ich im Januar eben auch gesagt, dass ich ab Sommer nicht mehr Trainer sein werde. Erstligaaufstieg 2012, Qualifikation für die Europa League 2013. Fees Bilanz in Frankfurt ist äußerst erfolgreich. Und das wusste er bei seinen Verhandlungen zu nutzen. Einen neuen Verein habe Fee übrigens nicht in der Hinterhand. Er kann nun in Ruhe Angebote sondieren, während die Frankfurter mit Hochdruck einen neuen Trainer suchen müssen.